Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Shakes and Fidget. Jawoll, wir haben den nächsten Schlüssel und leck mich am Arsch, hat der lange gedauert. Wow, 2 Tage komplett Mine durchsucht und jetzt habe ich den Schlüssel erst gefunden. Und ein besonderer Skin hat der Schlüssel, das ist nämlich der höllische Schattenschlüssel. Das ist der vom Zirkus. Den Schlüssel dürftet ihr vom Skin her, wenn ihr nicht frontaktiv seid oder euch dafür interessiert, gar nicht kennen. Denn es gibt offiziell, gibt es diesen Schlüssel gar nicht. Ich glaube, es gibt doch den 10. Schlüssel gar nicht. Genau, es gibt den 10., den 11., den 12., es gibt 4 Schlüssel oder 5 Schlüssel, gibt es gar nicht. Aber trotzdem wurden irgendwie aus einem gewissen Grund trotzdem dafür Skins gemacht. Ich habe aber keine Ahnung warum. Genau, bevor wir allerdings in den Dungeon gehen, gehe ich nochmal auf meinen S1-Charakter. Und hoffe, dass ich jetzt mal, ich habe es ja letztens schon versucht, dass ich mal Erfahrungspunkte bekomme. Ich habe 2 Tage lang durchgedreht. Ich bin nicht, ich habe das Rad gedreht. Und habe versucht, einmal Erfahrungspunkte zu bekommen. Es ist nicht einmal passiert. Es landet nie auf Erfahrungspunkte. Im Forum stand, dass man statt Erfahrungspunkte Gold bekommt. Und irgendwie glaube ich, dass sie die Möglichkeit ausgebaut haben, dass es überhaupt auf Erfahrungspunkte stehen bleibt. Es bleibt nie stehen. Es waren jetzt ungefähr 40 Drehs und es ist nicht einmal auf Erfahrungspunkte stehen geblieben. Die Chance drauf müsste 80% sein, dass ich mindestens einmal drauf komme. Egal. Egal. Okay, lassen wir das gut sein. Machen wir einfach das, weswegen wir hier sind. Machen wir den Dungeon. Genau. Gibt es irgendetwas zu beachten? Irgendwas umzurüsten? Nee, passt eigentlich alles. Und? Da ist er geöffnet. Und ich glaube, im Zirkus des Grauens werden wir das erste Mal auch mitkämpfen dürfen. Happy Slappy der Clown. Sehr schön. Ist ein Stärkegegner und wir kommen mit Stärke jetzt auch schon bis zur Kundigunde. Ach ja. Ja, die ersten Dungeons habe ich ziemlich locker abgegrast und es ist richtig geil, wie viele Erfahrungspunkte und Epics und so man aus diesem Update rauszieht. Richtig cool. Freut mich ja richtig. Und ja, der Marquardt kriegt einfach zu sehr aufs Maul. Das ist einfach der Wahnsinn. Oh, er hat einen Crit eingesteckt, deswegen ist er hier gestorben. Ja, da haben wir einen Helm für die Kundigunde. Ja, dann klimmt man auf die zweite, auf den blinden Messerwerfer. Das ist Geschick. Kommt aber auch noch bis zur Kunigunde. Schauen wir mal an, warum ich hier nicht schon... Also ich dachte, dass ich beim ersten Geschickgegner, dass ich selber schon drankomme. Schauen wir mal, warum das nicht so ist. Mhm, ja, der Bertram macht ungefähr ein Drittel. Ja, der Marquardt hat einen schönen Crit reingedonnert. Schauen wir mal, wie viel Schaden macht denn die Kunigunde. Er macht 2,8 Millionen und sie macht 2,1 Millionen. Das ist schon krass, was der Schaden macht. Ich meine, dafür, dass er so wenig Geschick hat. Ihr müsst euch das immer vom Geschick überlegen. Sie hat 15.000 Geschick und macht weniger Schaden als er. Das ist... Ich wüsste gern, warum das so ist. Oh. Ja, sehr schön. Danke für die Glücksepics. Oh, und ich habe schon wieder ein Level up. Und ich komme dran. Bei einem Stärkegegner. Oha. Okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich das erste Mal beim Stärkegegner drankomme. Aber die Gegner werden jetzt anscheinend hier um einige stärker. Also der Schwierigkeitsgrad scheint jetzt richtig, richtig stark anzuziehen. Aber das ist der allererste Gegner, abgesehen vom Spiegelbild, ich sag's immer wieder, zu dem wir kommen. Zu dem wir selber, bei dem wir selber mitfighten dürfen. Alter, so, boah, der macht so einen Schaden. Blockt auch noch und die Kunigunde weicht gar nicht aus. Wow! Wow, ist die Kunigunde einmal ausgewichen? Ich glaube nicht. Wow, macht der Schaden bei uns. Aber wir müssen es schaffen, weil der Charakter schon blinkt. Also ich müsste schon Level up haben. Der Erste, der es zu uns schafft und der haut uns gleich noch auf die Hälfte runter. Wow, echt jetzt? Gut, war aber ein Lucky Try von dem. Wir hauen uns über die Hälfte runter. Holy, was zum Teufel ist los bei dir? Das war knapp. Wow. Okay. Tun wir mal das Inventar bereinigen. Yeah, level up. Hauen wir das gleich ins Klo. Alle Attribute und alle Attribute.
Schuhe mit alle Attribute. Ja, die wären besser, aber Sockelsteinen. Ja, kann man mal. Ach so, Magier. Ach so, ja. Genau, passt. Passt. Fünf, ja. Was soll's. Kann man schon mal machen. Ich weiß, dass es alle Attribute sind. Jo, dann haben wir. Tja, und jetzt haben wir einen Krieger und der schafft es nicht mal bis zu mir. Also, der Krieger vorher muss einfach unglaubliches Glück gehabt haben. Der muss einen richtigen Lucky Try gehabt haben. Der hat mich fast noch gekillt und der kommt nicht mal bis zu mir. Der Krieger ist stärker. Wahnsinn. Ja, jetzt mach doch mal der Bertram haut ihn ja jetzt schon über die Hälfte runter. Ja. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, der Markbart ist ziemlich nutzlos. Ja, obwohl, wenn er crittet, geht's eigentlich. Wenn er crittet, geht's eigentlich. Die bärtige Lady. So ein Bärtiger aber auch. Jo. Ja, mach mal schneller. Und tschüss. Das war's für die bärtige Lady. Und wir haben einen neuen Kopfwürden, den Magier. Und jetzt haben wir. Ja, der erste Geschickgegner. Nein, Int-Gegner, der bis zu uns kommt. Wow. Der macht guten Schaden. Da ist der Bertram, der Marquardt natürlich wieder nützlich. Ja, aber der wird mich nicht niederstrecken, denke ich mal. Nee. Fuhuhu! Wow! Junge! Was machst du Damage? Verdammt! Und der erste Geschickgegner, der zu uns kommt. Ja, ich dachte mir schon, dass jetzt wird es ziemlich. Vielleicht schaffen wir den gar nicht. Wenn wir Pech haben. Geschick ist immer so eine Sache. Die können einfach zu viele Lucky Tries haben. Ja. Okay. Überlebst du vielleicht wenigstens noch einen? Nein, beim Crit nicht. Schauen wir mal, was die Kunigunde noch an dem so ausrichten kann. Die Kunigunde ist jetzt hier der wichtige Charakter. Die muss jetzt oft ausweichen. Und ein paar Mal kritisch treffen. Dann könnten wir den Kampf schaffen. Ja, halbes Leben hat sie noch. Das ist noch ein Treffer, wird sie noch überleben. Hör mal auf zu auszuweichen, Dankeschön. Nicht du! Okay, schauen wir mal. Schaffe ich den noch oder schaffe ich den nicht? Ich glaube nicht. Ich glaube, der wird uns fertig machen. Ja, wir machen gut Schaden. Aber er weicht zu oft aus, bestimmt. Und schaffe ich ihn noch? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, der macht uns fertig. Tatsächlich, hat uns fertig gemacht. Das ist einfach dieses Ausweichen. So. So, und jetzt kommt er wieder nicht bis zu mir. Was ist denn das? Das ist immer diese, das ist dieser Lucky Try von dem Krieger und jetzt ein Lucky Try von dem Kundi. Das ist einfach Wahnsinn. Jetzt haben wir hier schon leichte Probleme. Ich möchte nicht Probleme sagen, aber jetzt müssen wir hier uns schon ein bisschen aufs Glück verlassen. So, was haben. Ja, sehr schön. Lauter alle Attribute. Nee, der Helm ist nicht alle Attribute. Der Helm für den Magier ist nicht alle Attribute. Das ist 5. Oh, das ist eine fette Verbesserung. Was haben wir denn hier? 504 und 506. Klasse ist egal. Puh, 86 ist natürlich stark. Dann machen wir das so. Dann tausche ich den hier aus, weil der einen Sockel hat. Den tausche ich nicht aus, weil das ist besser und hat aber auch beides keinen Sockel. Dann mache ich das so und dann soll es passen. Ich habe gerade die Schatzkarte vom Ding verkauft, die ich noch ins Klo werfen können. Ah! Verdammt. Aufpassen, Blacky. Aufpassen. Krieger-Items können ins Klo geschmissen werden. Denk dran. Ja! Wie blöd. Und wir. Wow. Jetzt kommt der Krieger nicht mal bis zur Kunigunde. Was zum Teufel ist los? Ja, lustig, diese Schattenwelt ist total komisch. Echt, das ist irgendwie total seltsam. Der eine schafft alle durch und dann kommt irgendwann ein späterer Gegner, der viel stärker ist. Der schafft es dann nicht mal bis zum dritten und der vorher hätte mich fast noch umgebracht und la 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 la. Gerade schön ist es. Vor allem, dass der Marquardt so viel Schaden macht. Wie knapp überlebt, der muss er ja ganz knapp überleben, oder? Ja, siehst du? Habe ich nicht gesagt. Okay, Kriegergürtel. Alle Attribute. So, 366, jawohl.
Was wir jetzt allerdings machen, da fallen die Level bei mir. Das ist der Wahnsinn. Den lassen wir jetzt mal. Ja, dann hauen wir hier Level. Wir leveln mal richtig schön. Genau, dass die alle mal auf meinem Level sind. Kostet mittlerweile ganz schön viel Geld. So, und jetzt haben wir die letzten drei Gegner noch um. Geschickgegner, der nicht mal bis zu mir kommt, ne? Sehr schön. Wow. Ja, mach weiter. Du, dem hier ist das wurscht. Der muss dich auch gar nicht treffen. Die Kunigunde haut dich um, also. Oh, sehr schön, der Crit am Schluss. Oh. Ein Crit. Zwei Crit. Hoho. Seht ihr? Und so ist selbst so ein dreckiger Magier wie der Marquardt richtig gut. Wenn der einfach mal drei Crits raushaut, das ist ja Wahnsinn. Hat der viel Schaden gemacht. Dann ist er nützlich. Das ist so ein Lucky Try vom Marquardt. Jetzt komm, hört auf mit dem Spielchen, das ist ja schrecklich. Einmal treffen noch Kunigunde. Das kann jetzt sich nur noch um Jahre handeln. Ja gut, der nächste Treffer gewinnt, aber wir wissen, wer trifft, genau. Sehr schön, ein Allattribute-Ring mit Sockel, das ist das Wichtigste. Und ein Magiergegner, der es nicht bis zu mir schafft. Es ist ganz schön verquer. Ich dachte nicht, dass die Steigerung so, dass es so unglaublich glücksabhängig ist. Wow. Boah, da hauen sich die Magier die Kritzen in die Fresse rein. Sehr schön. Oh ja, schöner Helm, schöner Helm. Und dann haben wir noch den Beppo, der Terrorclown. Wieder ein Stärkegegner. So, da hänge ich zurzeit in der normalen Welt auf S30 mit meinem Rekordschar. In der normalen Welt bei dem. Den würde ich demnächst auch anpacken. Ich habe so viel dazugelegt an Skills durch die Steine. Ich glaube, ich muss demnächst mal wieder Dungeon-Etagen mit meinem Rekordschar cleanen. Wow. Kunigunde? Fette Leistung, dass du den schaffst. Wie oft weichst du jetzt aus? Das wird jetzt lustig zum Ansehen. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Fünfmal. Sechsmal. Siebenmal. Ganz knapp. Siebenmal miteinander ausgewichen. Jo, dann haben wir das auch geschafft. Dann haben wir ja den Zirkus auch schon fertig. Den Zirkus des Grauens. Menschen, Tiere, Monster. Waren da Monster da auch dabei? Da waren doch nur Menschen dabei, oder? Was haben wir denn da? Was haben. Moment. Ach nee, das ist. Doch. Das ist besser. Zwei Attribute. Das heißt, ich werde den auf jeden Fall aufheben. Das ist Geschick. Boah, wäre das geil, wenn das ein Stärkehelm wäre. Boah, wäre das episch. Und das. Hätte auch eine Stärke. Und, lauter Kack-Items. Egal. 500. Ah, den hier müssen wir aufheben. Und Geschick. Den können wir gleich da reinsetzen. Sehr schön. Mein Inventarplatz wird langsam knapp. Ich brauche jetzt ein paar Edelsteine. Weil, wenn ich jetzt als nächstes den Schlüssel bekomme für. Ups. Für die Hölle. Dann habe ich keinen Platz dafür, dass ich damit was anfange. Also, ich kann. Wow. Kurz vor Level Up. Schattenwelt war es möglich. Ja, genau. Blackie marschiert gerade durch. Ja, hier. Oh yeah. Dungeon 11 platt. So. Also ich muss sagen, ohne größere Schwierigkeiten. Das sind ein oder zwei Kämpfe muss man nochmal machen, glaube ich. Oder eine nur. Ich glaube, einen muss man wiederholen. Also das ging noch ohne Probleme, kann man sagen. Wir haben jetzt die ersten Niederlagen einstecken müssen, weil die Gegner Glück hatten. Und hier werden wir jetzt dann wahrscheinlich dann uns ein bisschen durchpilzen dürfen, denke ich mal. Da wird es dann wahrscheinlich fast unmöglich und das wird keine Ahnung. Also mal gucken, es wird schon interessant. Das meiste haben wir fertig. Wir haben jetzt die 110 von 150 haben wir clean. Die Hölle schaffen wir bestimmt auch noch und dann bleiben dann noch die. Ja, es wird spannend. Jetzt fängt es an, spannend zu werden. Und ich hoffe, dass ich bis zum nächsten Mal unser Inventar ein bisschen bereinigt habe. Denn es sieht gerade unglaublich schrecklich aus. Es sieht gerade unglaublich schrecklich aus. Ich kann morgen nämlich nochmal. Aha, Flimmerkiste. Morgen kann ich nochmal hier was reinwerfen. Dann bekomme ich
ein Itemplatz hier geschenkt, aber dann ist wieder eins weg, weil ich wieder ein Epic krieg und mal gucken. Genau. Okay, ja, das war die 11. Etage, der 11. Dungeon in der Schattenwelt. Wir haben es soweit erstmal fertig. Und wenn ich den nächsten Schlüssel kriege und ich ein bisschen Platz im Inventar habe, dann schauen wir uns das nächste an, und zwar die Hölle. Bis dann und ciao, ciao, euer Blacky.